Hallo Leute und willkommen zur dritten Folge von Material Energy 5 Entity. So, ich habe noch mal ein bisschen durch mein System geguckt und habe hier gefunden, dass wir so einen Wooden Broadsword haben. Das heißt, wir werden jetzt mal kurz hier reinwagen. Creeper kann mal eine Runde in die Luft gehen. Okay, so, da ist ein Skelett, Bogenschützen. Nice. Sehr gut. Okay, wir brauchen auf jeden Fall irgendwie ein bisschen Holz. Das heißt, wir können hier ein bisschen was fällen. Oder wir können Tatsache Zellulose gewinnen. Oh, ich habe noch Sauerstoff in der Tasche. Ups. Wir können Zellulose gewinnen, indem wir hier dieses Zeug verarbeiten. Ich finde es ehrlich gesagt ganz gut, dass es noch hier wächst mit zusätzlich. Werden wir vielleicht irgendwann ändern. Aber aktuell finde ich das Tatsache ziemlich praktisch. Und ich glaube, da vorne ist Holz. Ich weiß nicht, ob wir das abbauen dürfen. Habe ich eine Axt? Ich habe keine Axt. Okay, das heißt, wir lassen das erstmal. Und gucken mal kurz in den Raum da rein, in den wir jetzt letztes Mal nicht reingekommen sind. Weil, ist einfach so. Moment. Moment. Ne, vorsichtshalber lieber einmal gucken. Oh, ätzend. Und ich sehe nicht, von wo schon wieder Zombies kommen. So, also zumindest sind wir in einem Gebäude. Mal gucken, ob das so sinnvoll war. Vielleicht auch nicht. Okay. Hier sind noch mehr Gräber. Okay, so. Die will ich auf jeden Fall haben. Was mir schon direkt am Anfang aufgefallen ist und wo man echt vorsichtig mit sein muss, es wirkt hier alles zwar super beleuchtet, aber im Endeffekt ist hier nichts beleuchtet, ne? Was ist denn hier? Okay. Gut, also hier ist nur ein Fehler anscheinend drin. Gut, nicht schlimm. Ich weiß nicht, ob das auch alles Gräber sind. Oh, hier geht's auf jeden Fall bergab. Ich glaube eher nicht, aber wir nehmen einfach ein bisschen Zeug mit hier. So, du, da unten ist noch ein doppeltes. Okay, und also das, was wir nicht abbauen dürfen oder nicht abbauen sollen, wird uns eh vermieden abzubauen. Also von daher, vermieden? Untersagt. Nicht gestattet. Und ich habe manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen Server-Side hier, dass der checkt, glaube ich, welche Blöcke man abbauen darf und dementsprechend dauert es teilweise. So, ich werde mal gleich hier ein bisschen Stein mitnehmen für einen Ofen oder so. Okay, so. Hier ist gerade was durchgetropft, habe ich es richtig gesehen? Ne, okay. So. Oh ja, das sieht gut aus. Klauen wir uns noch ein paar Fackeln. Okay. Hauptsache ich mache Geräusche. Auch nix. Okay. Brauchen wir Stein? Brauchen wir vielleicht den Rest? Oh. Die Fackel sollte ich wahrscheinlich wieder aufbauen. Gerade eine Hexe gehört. Ich glaube, wir sollten definitiv hier zumindest den Raum ein bisschen schützen. Hier ist noch so ein Stein. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ihr wisst es ja. Ich hätte ja gedacht, dass hier irgendwo was versteckt ist, aber nee. Geht's hier nach unten? Eisen. Okay, vielleicht sollte ich dann oben, da wo die Skelette vorher war. Ach du Scheiße. Ja, das ist natürlich richtig gut. Wie soll ich denn? Soll ich jetzt hier alles aufmachen und gucken?
Was ich viel schlimmer finde, ist, dass es so ewig dauert, das Ganze hier abzubauen, weil wir teilweise doppelt und dreifach abbauen müssen. Aber hier sieht es Tatsache nicht so aus, als ob sich das lohnen würde. Und wir müssen hier irgendwie die ganze Zeit nur futtern, ey. Ist das ein Lama, was ich hier höre, oder ist das eine Hexe? Okay, also hier kommen wir dann auch runter in den Raum wieder. Gut. So, ich glaube, ich habe jetzt hier alles ausgeschachtet. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier gucken müsste, ne? Quasi überall nochmal drunter, würde ich wahrscheinlich eine halbe Ewigkeit brauchen. Vielleicht bauen wir das einfach irgendwann ab. Wo bist du, Dreckszombie? Okay. Hier ist auf jeden Fall Kohle. Oh Gott, nicht doch. Ich hasse Silberfische. Die haben Knockback und oh Gott. Und irgendwo höre ich hier noch ein Skelett rumturnen. Also ich bin voll begeistert. So, Spawner weg. Okay, Spawner ist schon mal down. Oh, und es war definitiv nicht der einzige. Fuck. Boah, ich höre Spinnen ohne Ende. Das heißt, es wird... Oh nein, ich musste genug... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich muss doch eine gewisse Anzahl an Spinnen und Silberfischen töten, laut der Quest, ne? Hm, das ist nicht gut. Blöde Spinne, aber hier ist Kohle. Ich will die Kohle. Ich will die Kohle. Okay, jetzt hier doof rumgraben ist wahrscheinlich nicht so sinnvoll. Kann ich in dem Pack aus zwei Steinen... Okay, ich kann Stone Rods machen, okay. Das heißt, ich kann theoretisch... Ja, Stone Torches machen, nice. Okay, das ist ein Silber... Ah, okay, wir kriegen die... Wir kriegen die Sachen so, das ist gut. Das heißt, ich kann jetzt auch hier... Ich muss hier irgendwie anfangen, alles auszuleuchten. Ich meine... Ich glaube, sonst haben wir ganz schnell einen riesen... Ach du Scheiße. Hilfe! Oh mein Gott. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Ich hab's geahnt. Alter Schwede. Okay. Jo, dann, muss ich jetzt unausgerüstet quasi dahin? Ha, das gefällt mir ja richtig gut, nicht? Okay, ist hier irgendwas? Nee, ich will mal kurz gucken, ob hier irgendwo was spawnen kann. Ne, okay. Weil das wäre noch der Horror, wenn ich dann hier stehen würde und so was spawnen. Wir können auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob du hier draußen... Ne, geht nicht. Schade. Schade, schade, schade. Crafting Unit? Achso, das hatten wir aus der einen Kiste, okay. Ich könnte... Eventuell... Moment, wir nehmen erstmal unsere beiden Trophies. Ich muss gerade mal mich sammeln.
Dann gehen wir einmal, glaube ich, rüber in den Trophäenraum. So ich ihn denn finde. Da, so. Da haben wir einmal Horse und einmal Sheep. Wolf, Horse. Und Sheep, 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 Sheep. So. Das heißt, wir haben schon mal einen Teil der Trophies gefunden. Dann würde ich sagen, gehen wir einmal ins Greenhouse. Okay, hier. Ah, da. Ins Greenhouse. Und da können wir nämlich schon eine gute Portion Zeug ernten. Was mich gerade ärgert, ist, dass wir Eisen dabei hatten. Ich hätte einfach abhauen sollen und hätte mir einen Teil der Ausrüstung machen sollen. Das wäre wahrscheinlich der einfachste Weg. Oh Gott, Kartoffeln, 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 Kartoffeln. Ah, guckt euch das mal an. Wir haben ohne Ende Kartoffeln. Okay, ich werde trotzdem mal kurz hier noch ein paar Pflanzen. Zumindest erstmal eine Seite des Beets voll haben. Seeds naturellement auch. So. Kann ich hier raus Seeds machen? Nope. Kann ich hier raus... Nee. Irgendwas anderes machen. Ne, okay, dann können wir das für Zellulose gebrauchen. Ich habe immer noch keinen Baumsetzling, ne? Sonst könnten wir uns selber Holz machen. Oh, gut. Okay. Dann würde ich sagen, zerlegen wir einmal das. Müsste Zellulose bringen. Ja. Und Stärke, okay. Und Zellulose kann ich, glaube ich, zu Holz machen. Oh, ich kann auch Äpfel machen. Ja. Oh, zu Saplings. Zwei Zellulose. Zwei Zellulose und ein Sauerstoff. Okay. Das kriegen wir gerade so gebacken. Ein Sauerstoff. Aha. Nicht im Dissolver, natürlich. Sinnvoll. Zwei. Oh. Ja, das war richtig gut. Es bringt, verschwendet das nur Energie. Okay, so, jetzt gucken wir nochmal hier einfach nach Sapling. Recipe, blab, blab. So. Ah ja, sehr gut. Sehr schön, wir haben 4 Saplings. Das heißt, wir können uns Bäume machen. Das heißt, wir kommen an Hochholz. Okay. Dann muss ich einmal ins Greenhouse, einmal nach oben. Chip, oh, Chip, 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 okay. So, jetzt könnte ich noch Bone Meal holen. Und wir könnten die Bone Mehlen, aber ich glaube, das ist gerade okay so. Alter Schwede. Kartoffeln wie Unkraut hier. Ich finde das super. Hier irgendwas fertig, hier einer. Eins ist fertig, okay. So, es gab doch irgendeine Quest, die ich noch abschließen durfte, ne? Dafür brauche ich 16 Weed. Und ich habe wahrscheinlich gerade, ich habe ja alles Weed verbrannt. Oh. Schlau von mir, so richtig. Da hätte ich einfach nur kurz warten müssen und hätte dann Zellulose draus machen können. Okay. Dann gehen wir mal kurz hierhin. Ja. Dann gehen wir kurz hier nach oben. Zellulose und Stärke. Was kann ich da aus Starch machen? Okay, das war richtig gut. Was kann ich denn aus Starch machen? Sauerstoff, Wasserstoff und Kohlenstoff. Und ich kann es mit... Ach, ich kann Kartoffeln draus machen. Aus Potassium. Und das war's? Dafür ist Stärke da? Also okay, zerlegen ist in Ordnung. Mit zerlegen kann ich leben. So, dann haben wir immer noch nicht genug Wheat. Aber ich gehe jetzt einfach mal bei.
lassen. Wir düngen einfach mal. Des Spaßes halber. Greenhouse. Also zumindest die, die ich noch düngen muss. So. Muss auf jeden Fall gucken, dass ich die Seeds dann auch, wenn es geht, hier direkt ansetze. So. Okay, denn jetzt kann ich jetzt noch hier Seeds aussetzen. Tschack, 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 tschack. So. Und davon will ich auch gerne noch mehr haben. Tschap, tschap, klack. Und jetzt brauchen wir noch einen fertigen hier. Komm. Ja, ich hätte es sinnvoller machen können, ich weiß. Dim, 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 dim. Warten auf Gras beim Wachsen zu gucken, so ein bisschen. Okay, also ich denke mal, unsere Kartoffelernte wird sich durchaus bezahlt machen. Ja, sehr gut. Quest erfüllt. Oh, ja, zumindest ein Teil. Oh, gut, dass ich die aufgehoben habe. 12 Poison Potatoes, 32 Baked Potatoes, 12 Brote. Oh mein Gott. Ability Totem. Okay, dafür brauche ich Mehl, Brot, Kartoffeln, XP-Level und Kupfer. Hier brauche ich einen Stick, Kupfer. Okay, also Stick brauchen wir anscheinend häufiger. Guck mal hier, 8 Kartoffeln, 4 Brote. Das klingt doch machbar. Obwohl, der erste Punkt ist ja nicht die Machbarkeit, sondern der erste Punkt ist, wo kriege ich Stein für den Ofen her? Ich hatte da schon ganz viel. So. Achso, Crushed Stone. Moment. Kann ich das irgendwie umwandeln? Nö, kann ich nicht. Cool. Also so, das bringt hier. Achso, weil es wahrscheinlich sowieso Stein ist und kein Kabel. Kabelstein. Kappelstein. So. Wir brauchen. Achso, Potatoes habe ich eh. Brote habe ich keine mehr, aber das ist, glaube ich. 1, 2, 3, 4. So. Das müsste der erste Teil der Quest sein. Ah, hier sind 12 Brote für. Okay. Das heißt, wir sollten vielleicht gucken, dass wir. 4 Brote. Submit. Dafür gibt es nämlich eine Copper-Sickle und 8 Kartoffeln. Submit. Ja, eine Sichel. Damit haben wir die Sichel-Quest erfüllt. Sehr gut. Und noch irgendwas. Irgendwas haben wir noch erfüllt. Nein, das will ich hier gar nicht. Warum geht es eigentlich hier gerade? Okay, wir sind erst bei 71%. So. Okay, dann sind wir hier. Dafür brauchen wir Kupfer. Dingsy. Task Screen. Ja, da muss ich jetzt einen davon aufbauen oder was? Was wollt ihr von mir? Task Screen. Ah, okay, ich muss sie nur hier drin haben. Super. Ganz, ganz toll. Chuck, so Basic Reward dazu noch. Vielleicht gibt es ja irgendwas Nützliches. Bitte, bitte, bitte. Die hat mehr Attack Damage. Ja. Ich brauche dringend Kupfer. Ich merke das schon. Das Zeug hat mehr Attack Damage hier als meine Schwerter. Ich fand das mit dem Schild gerade schon ganz cool. Schade, dass man. Kann ich aus Skystone irgendwas. Ich würde eigentlich ganz gerne hier, nee, ja, aber ich hätte gern Standardsuche und dann kann ich, ja, sehr gut. Okay, ich kann eine Chest draus machen, bla 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 bla, aber ich kann da, glaube ich, keine, ich kann Skystone-Blöcke machen, daraus kann ich wiederum ME-Controller und so einen Kram machen, aber ich kann das nicht für irgendwas Sinnvolles benutzen, okay. Also, sinnvoller im Sinne von sinnvoller, ihr wisst schon Bescheid. So, nehmen wir mal ein paar Cookies.
Guckt euch das mal an, das ist doch ein Witz. Wie soll denn das funktionieren? Wie soll ich denn das schaffen? Komm mal her. Alle. Wenn mich davon ein Vieh trifft, ne, dann bin ich hier direkt wieder Hackfleisch. Alter. Boah, guckt euch das mal an, was ich an Damage hier kriege von denen. Ja, jetzt recover mal ein paar Herzen hier. Kann ich das hier machen? Auf deinen Bogen zu spannen. Okay, so. Ja, genau. Dich kann ich gerade so richtig gar nicht gebrauchen. Ja, läuft ja richtig gut bei uns. Oh ja, ich sehe gut aus. Ja, das war's dann auch schon wieder mit der dritten Folge. Ging ja schneller vorbei als gedacht. Ich würde sagen, wir müssen uns da irgendwie wieder reinkämpfen. Ich weiß noch nicht so ganz wie, aber wir werden schon Mittel und Wege finden. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne noch ein Abo, Kommentar, Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.